Meine Cousine Karin hat mir eine große Freude bereitet. Sie hat mir dieses Bild, das ich jetzt gleich zeigen werde, aus dem Jahr 1930 von Biebesheim gegeben. Der Heimat- und Geschichtsverein hat ein ähnliches Bild in seinem Buch veröffentlicht. Ob diese Bilder jetzt von einem Flugzeug oder einem Zeppelin gemacht wurden, konnte nicht mehr abgeklärt werden. Eins ist klar, das Bild ist von hohem historischen Wert. Viel Spaß jetzt beim Ansehen. Das ist unsere schöne Riedgemeinde im Jahr 1930. Der blaue Pfeil zeigt auf die Gaststätte Rotärmel und Metzgerei. In Biebesheim auch unter dem Namen Sander bekannt. Dieser große Platz ist der Biebesheimer Marktplatz. Er wurde am 4. März 1930 eröffnet. Ja, und hier blicken wir in die Lankert, also in die Faldorstraße, da wo der blaue Pfeil hinweist. Das ist die Lankert-Schule. Die wurde 1882 erstmal eingeschossig eröffnet und im Jahre 1908 wurde aufgestockt. Bis Anfang der 50er Jahre wurde in dieser Schule unterrichtet. Oben links sieht man so ein kleines Türmchen, das ist ein Umspannwerk. Das habe ich als Kind noch kennengelernt. Da ist die Wilhelm-Leuschner-Straße entstanden. Das Türmchen stand ungefähr da, wo Dr. Krämer seine Praxis hatte, also ein paar Meter davon entfernt. Ja, in diesem Fachwerkhaus wurde ich geboren und sogar getauft. Um die evangelische Kirche herum sieht man, wie viele Gärten es damals gab und auch heute wohl noch gibt. Ja, man muss schon genau hinsehen, einige der Häuser stehen nicht mehr, neue sind hinzugekommen. Biebesheim hatte 1930 ca. 2500 Einwohner. Dort am grünen Pfeil ist jetzt die Gaststätte zum Wagenrad. Es war hier auch das Ort zu Ende. Oben links, das war das Haus von dem Schullehrer Menger, da wohnt jetzt Dr. Wandel mit seiner Familie. Ja, und hier in der Ortsmitte gab oder gibt es riesige Gärten. Meine Tante Erna hat man immer erzählt, dass sie nach dem Krieg sich während der Ausgangssperre mit ihren Freundinnen dort treffen konnte. Hier ist wieder die Gaststätte und Metzgerei Rotärmel zu sehen. Links die sogenannte Hauptstraße und rechts der Gernsheimer Weg. Hier sind wir wieder am Marktplatz und links der blaue Pfeil ist, müsste die Gaststätte Hart sein. Ja, zu Luftbildaufnahmen vom Zeppelin möchte ich noch etwas sagen. Und zwar, mein verstorbener Vater hatte mir immer erzählt, dass in den 30er Jahren ein Fritz-Lang-Film gedreht wurde, und zwar spielte der auch in einem Luftschiff, also Zeppelin. Den Filmtitel konnte er mir nicht sagen. Es muss auf jeden Fall ein Dr. Mabuse-Film gewesen sein. Seine Filme waren meist utopisch-fantastische Geschichten, die in einer expressiv düsteren Atmosphäre spielten. Und das Luftschiff ist bei einem der Filme über unsere Gegend hinweg geflogen. Es wäre jetzt natürlich vermessen zu sagen, dass genau aus diesem Luftschiff auch die Aufnahmen entstanden sind. Das will ich damit nicht sagen, aber einfach, dass genau in dieser Zeit, in dem der Film gedreht wurde, unsere Gegend so aussah.
Das ist hier übrigens der Anglerweg und da, wo der blaue Pfeil ist, ist jetzt die Gaststätte zum Wagenrad. Hier kommt nochmals mein Geburtshaus. Übrigens, meine Cousine Karin hat beim Nachlass ihrer Mutter dieses schöne Bild entdeckt. Wer es wann und wo ihr gegeben hat, ist leider nicht mehr nachzuvollziehen. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Erinnerung an unser Dorf im Jahr 1930. Biebesheim, ein idyllischer Ort im Süden Hessens. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.